Hallo, ist Philipp Haas von Investor Search. In diesem Video möchte ich auf die verschiedenen Wirtschaftsindikatoren eingehen, welche Relevanz die auch gerade für die Börse haben und eine breite Übersicht geben, was es da so gibt und was man sich da so anschauen kann. Es ist ja relevanter geworden in den letzten 2 Jahren. Die 10 Jahre davor konnte man, glaube ich, auch ganz gut an der Börse investieren, ohne sich das anzuschauen. Das ist aber, wie gesagt, zuletzt wichtiger geworden und auch ganz wichtig, man sollte sich nicht so irgendwie auf einen Indikator dann irgendwie fokussieren, sondern halt so ein Gesamtbild machen, was dann helfen kann, den Wirtschaftszyklus zu verstehen und was dann auch bei der Gewichtung von Aktien versus Cash versus Anleihen oder Rohstoffe helfen kann. Diese Indikatoren gibt es immer eigentlich für alle Länder. Ich fokussiere mich jetzt hier auf Deutschland. Für die Börse weltweit ist natürlich am relevantesten die USA. Da findet man die Daten gut bei Finviz zum Beispiel. Da ist immer auch die Erwartung da eingeblendet am Tag. Ansonsten findet man die langfristigen Charts von Trading Economics, wirklich auch eine sehr, sehr gute Seite, wo die Charts hiervon sind. Und es gibt insgesamt 3 Indikatoren, vorlaufende Indikatoren, gleichlaufende Indikatoren und nachlaufende Indikatoren. Da werden wir auch noch drauf eingehen, warum und was da die Unterschiede sind. Hier nochmal kurz der Wirtschaftszyklus eingeblendet, der ein bisschen idealtypisch ist. Ja, also inzwischen haben wir so viele verschiedene Industrien, die oft dann unterschiedlich laufen, was es für den typischen VWLer oder Makroinvestor schwieriger macht. Aber per se, oft ist es gut, wie wir hier sehen, in der Rezession eigentlich dann Aktien zu kaufen, dann sind sie günstig, dann sind die Zinsen oft schon gesunken, deswegen davor beim Abschwung sind dann oft Anleihen gut, weil dann sinken die Zinsen und die Anleihen steigen. Und am Peak, also am Höhepunkt vom Boom, wenn alle Aktien kaufen wollen, dann ist es oft gut, im Geldmarkt zu investiert zu sein, weil dann gehen die Zinsen hoch, weil die Zentralbanken bremsen wollen, dann verdient man da was und oft verliert man dann auf der Anleihen- und Aktienseite, wie wir es zuletzt in 2022 gesehen haben, wo man halt nur in Cash, also Geldmarkt, eine gute Rendite erzielen konnte. Was aber davor 10 Jahre hat man da natürlich dann nur verloren. Und oft sind diese Zyklen auch in den verschiedenen Ländern ein bisschen unterschiedlich. Durch Corona wurde es weltweit synchronisiert, was halt auch nochmal zu mehr Übertreibungen nach oben und unten geführt hat. Was sind jetzt die vorlaufenden Indikatoren? Die wollen so ein bisschen durch Umfragen vor allem rausfinden, ja, wie geht es den Firmen, wie geht es den Konsumenten und daraus, sage ich mal, vielleicht einen Trendwechsel ableiten oder eine Stabilisierung. Umfragen können natürlich auch irgendwie verzerrt werden, sind oft auch ein bisschen subjektiv, können auch leichter manipuliert werden und oft ist auch wichtig, ähnlich wie bei Unternehmenszahlen, wie die Börse dann auf diese Zahlen reagiert. Gibt es dann wichtigere und unwichtigere auch von den Ländern, also aber es gibt Investoren, die halt dann darauf traden, weil das dann natürlich auch, sag ich mal, Auswirkungen hat auf die Zinspolitik, was eigentlich das Wichtigste von allem hier ist, denn alle diese Indikatoren sollen eigentlich Rückschlüsse geben, wie entwickeln sich die Zinsen und das hat natürlich die große Auswirkung auf viele Aktienkurse und vor allem die Anleihenkurse. Der erste Indikator wäre die Konjunkturerwartung. In Deutschland ist es der IFO-Geschäftsklimaindex. Sehen wir hier eingeblendet und wir sehen auch, dass die Firmen es aktuell nicht gut geht, aber auch nicht katastrophal, aber wir sind halt trotzdem fast auf dem Niveau von 2008 bei den Firmen, wobei Deutschland natürlich 2008 relativ gut gemeistert hat, weil wir da viel nach China exportiert haben, die da viel investiert haben. Dafür gibt es auch noch den CW-Index, wo so Finanzmarktexperten interviewt werden, sonst beim IFO-Geschäftsklimaindex werden halt einfach Firmen gefragt, wie ist die aktuelle Lage und wie glaubt ihr, wird die Lage in den nächsten Monaten sein? Also das kann auch nach Branchen dann sehr, sehr unterschiedlich sein. Auch ähnlich ist dann der Einkaufsmanager-Index, heißt in den USA PMI, gibt es schon sehr, sehr lange. Wir sehen hier, schwankt auch sehr, sehr stark, kann eher, sag ich mal, so die zyklischen Industrien erfassen und mal mehr so den kurzfristigen Zyklus und ist halt auch ein bisschen noch mal mehr harte Fakten als Umfrage, weil wenn ich halt viele Sachen kaufe, investiere, ist es ein bisschen näher dran. Auch ganz spannend für, sag ich mal, die Konsumstimmung sind die Konsumklimaindexe. Das ist in Deutschland zum Beispiel der GfK-Konsumklimaindex. Und hier ist zum Beispiel interessant,
wie schlecht die Stimmung ist. Ja? Also das ist ja auch wirklich, 2008 haben wir in Deutschland gar nicht so richtig mitbekommen. Ja? Die Wirtschaft lief weiter, während es in Südeuropa richtig schlimm war und in den USA. Und danach hatten wir ja sehr, sehr gute Jahre, haben die aber nicht genutzt, um in die Zukunft zu investieren. Und hatten jetzt einfach auch sehr, sehr viele schlechte politische Entscheidungen, die auch zu dieser schlechten Stimmung im Land beitragen, die nochmal deutlich schlechter ist als der Wirtschaft. Ne? Weil in Deutschland hat ja viele Exportunternehmen und der Weltwirtschaft geht es immer noch aktuell von den Daten hier gut, wovon die dann profitieren. Aber Deutschland selber ist die Stimmung sehr, sehr schlecht. Da spielen natürlich dann viele Sachen mit rein. Politik, allgemeine Unzufriedenheit, natürlich Angst und Krisen und solche Themen. Und daraus kann man natürlich dann auch ableiten, ob die Leute jetzt halt viel kaufen oder nicht. Wobei natürlich viele Marken weltweit aktiv sind. Ne? Wenn ich jetzt mir eine BMW-Aktie oder so anschaue, da ist halt Deutschland auch nur ein kleiner Teil des Marktes. Und es gibt relativ wenig große Firmen im Konsumbereich, die dann nur in Deutschland aktiv sind, vielleicht so im Einzelhandel, weil Supermärkte, das ist natürlich von der Konsumklima wieder relativ unabhängig. Das nächste wären dann die gleichlaufenden Indikatoren. Da gibt es dann jetzt mehr harte Fakten, die man einfach messen kann. Das kann man weniger manipulieren. Allerdings sind die Veröffentlichungen manchmal ein bisschen verspätet und es kann auch sehr, sehr stark schwanken. Ein Punkt hierzu wäre zum Beispiel die Industrieproduktion. Da kann man einfach sehen, okay, wie groß ist der Output, da müssen die ganzen Branchen ja melden. Ja, und ein starker Abfall signalisiert eine Rezession. Das sehen wir hier zum Beispiel sehr gut, ist von der USA, wie es dann 2008 eingebrochen ist und auch 2020. Das sehen wir allerdings aktuell nicht. Also wir sehen eine gewisse solide Wirtschaft, die allerdings auch nicht high läuft. Das ist eigentlich für die Börse kein schlechtes Umfeld. Ja. Von der Seite, weil und dann hat man oft natürlich das Wachstum nach der Erholung und von der Seite ist es ganz gut. Auch ähnlich die Einzelhandelsumsätze, ist ein bisschen wie die Konsumstimmung, ja, das ist Vorlaufen und dann, wie viele die Leute aktuell kaufen, sind dann die harten Fakten, ist dann ähnlich. Ein bisschen breiter wäre das Bruttoinlandsprodukt und das, finde ich, hat auch noch eine größere Relevanz für Investoren, gerade wenn man langfristiger investiert, denn es misst die Wirtschaftskraft eines Landes und da gibt es das Inlandsprodukt, alles, was im Land drin ist, ja, auch von ausländischen Firmen, das Sozialprodukt, das auch was Inländer haben im Ausland. Ne? Die Schweiz hat zum Beispiel ein höheres Bruttosozialprodukt meines Wissens, weil sie halt sehr, sehr viele erfolgreiche Firmen haben, die auch im Ausland aktiv sind und auch nicht mit so viele fremde Investitionen im Inland. Und da gibt es natürlich auch noch das BIP nach Kaufkraftparität, weil in Indien ist ein Big Mac Index zum Beispiel oder ein Big Mac günstiger und per se ist natürlich gut, wenn die Wirtschaft stark wächst und wenn die Kaufkraft auch niedrig ist, wie es zum Beispiel in Indien ist, ja, von den Themen. Das kann man dann auch, sag ich mal, von der Strukturierung eines Portfolios, dass man halt solche Länder hat. Wenn die Wirtschaft stark wächst und die Währung ist unterbewertet, Kaufkraft bereinigt zur eigenen, kriegt man halt per se da mehr für sein Geld. Auch nicht ganz unwichtig ist die Kapazitätsauslastung. Wenn das stark steigt, ist das ein Vorbote für Inflation. Sehen wir, ist aktuell auch relativ normal und es da auch durchaus noch Reserven immer sind. Dann gibt es ganz, ganz wichtige Indikatoren, die allerdings nachlaufend sind, die aber am direktesten Auswirkungen haben auf die Zentralbankpolitik. Das wären die nachlaufenden Indikatoren. Deswegen hat das eine besondere Relevanz für die Börse. Und da sie nachlaufend sind, ist halt das Problem oft, die Zentralbanken reagieren dann zu spät, ja? Indem sie die Zinsen erst erhöhen, wenn die Wirtschaft schon heiß gelaufen ist, oder sie senken sie zu spät, wenn sie erst die Sachen vom Arbeitsmarkt oder sowas haben. Aber oft passiert dann schon irgendwas im Bankensektor und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen, dann ist es doppelt teurer. Das ist so ein Balanceakt. Ja? Und die wichtigsten Daten für die Zentralbanken sind die Arbeitsmarktdaten. Da gibt es oft dieses Doppeltmandat, dass man sagt, man ist für den Arbeitsmarkt, aber auch für die Preisstabilität zuständig. Und ja, in Deutschland ist ja auch gerade aktuell, ja, es fehlen irgendwie Arbeitskräfte, aber wir sehen, die Arbeitslosigkeit steigt relativ stetig wieder an. Ja, die Entlassungen gehen auch hoch, weil einfach wir eine wirtschaftsfeindliche Politik in den letzten Jahren hatten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch viele Branchen wie Automobil, Maschinenbau auch strukturelle Themen haben. Und wir in den Zukunftsindustrien wie Digitalisierung, AI,
relativ schwach sind, was aber für ganz Europa gilt. Und das spielt natürlich auch eine veraltete Demografie eine Rolle. Und Deutschland kann auch noch der Sonderfaktor sein, dass sich halt Arbeiten auch nicht mehr lohnt und die Leute sich halt auch länger arbeitslos melden. Auf 0% geht es eh nicht, also man hat immer so ein bisschen Arbeitslosigkeit durch Wechsel und strukturelle, aber zwar halt, wie wir hier sehen, schon mal niedriger. Und das Wichtigste überhaupt sind die Inflationsdaten. Da fließen ganz viele Themen rein. In der USA sind es teilweise, die halt auch nachlaufen. Da ist zum Beispiel, wird gefragt an Immobilienbesitzer, was glaubst du, was ist deine Immobilie wert oder für was kannst du die vermieten? Und das ist natürlich auch ein bisschen subjektiv und das wird dann auch geglättet. Das heißt, durch diesen Corona-Effekt gab es solche Verzerrungen, dass das erst die Inflation unterschätzt hat, aber jetzt wahrscheinlich auch überschätzt hat. Und dann gibt es zum Beispiel eine Quelle Truflation.com, wo das live gemessen wird mit zum Beispiel Daten von Online-Portalen, wie sich Gebrauchtwagenpreise etc. Entwickeln, die eine relativ gute Trefferquote haben. Und wir sehen auch hier, dass die Inflation jetzt wirklich schon deutlich unter das 2%-Ziel ist, was eigentlich auch ein Anzeichen ist, dass dann die Zinssenkungen kommen, wie es der Markt es auch schon erwartet. Und vor allem die US-Inflation ist natürlich am wichtigsten, weil an der Politik hängt dann viel, ja, wenn die Zinsen in den USA hoch sind, dann fließt auch oft viel Geld in den Dollar, ja, und das ist dann schlecht für Schwellenländer und wenn der Dollar schwach ist, ist es eher gut für die Weltwirtschaft, weil dann viele Sachen wie Rohstoffe günstiger sind und Gelder dann auch wieder von den USA in andere Börsen fließen, was jetzt, wenn die Inflation niedrig ist und die Zinsen sinken, dann so sein kann. Und man hat natürlich auch eine Kerninflation, ja, die sich nicht so stark bewegt und eine Headline-Inflation, denn Energiepreise schwanken stärker. Das wird dann oft noch ein bisschen rausgerechnet. Man muss es dann oft noch so ein bisschen bereinigen. Und es gibt natürlich strukturelle Treiber, wie wenn es zu wenig Arbeitskräfte gibt oder zu wenig Migration oder Handel, aber die dann inflationär wirken. Aber es gibt auch deflationäre Themen, wie wenn halt wir mehr Technologie haben, wie durch AI, dass die Leute produktiver werden, brauche ich weniger. Und als letzte Folie, was auch immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, die Immobilienpreise. Wenn die sehr, sehr stark steigen, es stärkt dann natürlich dann auch die Gefahr, dass dann die Zinsen steigen und das reagiert wird. Das war natürlich auch ein Problem zum Beispiel von der EZB, weil Deutschland hatte zu lange zu günstige Zinsen für seine gute Wirtschaft wegen Südeuropa. Deswegen haben wir eine gewisse Immobilienblase bekommen und Immobilien sind sehr teuer geworden. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt sind die Zinsen eigentlich zu hoch für Deutschland, weil Deutschland eigentlich in einer Rezession steht und Südeuropa oder der Rest von Europa, denen geht es nicht ganz so schlecht. Die haben da ein bisschen stabilere Entwicklung. Kann man zum Beispiel hier auch mit dem EPX-Index sehen von Hypoport. Da sind dann oft Daten von Unternehmen besser, die halt Zugriff auf die Live-Transaktionspreise haben, weil sie so Baufinanzierung abwickeln. Und hier auch ganz interessant, wir sehen, Bestandsgebäude sind schon ordentlich runtergekommen. Nicht ganz so viel, wie man vielleicht auch meinen würde, weil das halt Gesamtdeutschland, ne? Und die Preissteigerungen in den letzten Jahren waren vor allem in den Großstädten und Städten. Da ist es auch stärker runtergekommen als hier angedeutet, aber auf dem Land waren die Auswirkungen nach oben nicht so groß, jetzt auch nur nach unten. Aber jetzt, was halt die Schere hier aufgeht bei Neubauten, ja, wegen dem ganzen Energiethema. Die Leute wollen dann Neubau und durch Regularien sind natürlich auch die Baukosten da stark gestiegen und deswegen sind da die Preise trotz dem hohen Zinsniveau hier weiterhin stabil. Wenn die Zinsen sinken, ist auch anzunehmen, dass das so weitergeht, während es, sag ich mal, für alte Gebäude in schlechten Lagen wahrscheinlich weiterhin schwierig ist. Also interessant, dass seit 2023 hier diese Schere zwischen Neubau und Bestandsbau aufgeht. Das waren also eine große Übersicht über diese verschiedenen Indikatoren. Gibt natürlich noch viele mehr und man kann zu jedem dieser Indikatoren natürlich auch noch ein eigenes Video machen, aber ich wollte mal eine grobe Übersicht geben. Welche findet ihr noch relevant? Und ansonsten, wie gesagt, findet man das alles auch unter Trading Economics und Finviz und sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ohne sich jetzt zu sehr darauf zu konzentrieren, sondern entscheidend ist natürlich die Unternehmensentwicklung. Habe ich ein gutes Unternehmen zum guten Preis und gibt vielleicht einen Katalysator, wie ich es im QFMA-Modell mache. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken und beitreten und meine Investmentprodukte findest du unten verlinkt. Ciao und bis zum nächsten Mal.